Judentag, ne? Ihr bei Generation 0 mit der Fuba, der ein dreckiges Moin. Gesicht hat. Und mir, der sexy ich hab Lady. Ein neues Gesicht. Du hast ein dreckiges Gesicht. Dreckig. Okay. Sorry. Sorry. Vor allen Dingen, was wolltest du dich hier gerade verstecken in den Büschen? Nein, niemals. Wo hast du jetzt den Wegpunkt? Bei mir ist kein Wegpunkt. Nee, hat der ja auch keinen Gesetz. Hey, warum setzt du keinen? Kann ich nicht. Klar. Da kann ich einsetzen. Zack, zwei, fertig. Hä? Was verstehst du? Wo ich meinen Wegpunkt gesetzt hab. Ja, woanders, kann auch sehen. Was ist deine 2 für ein Ziel? Na, einfach so um. Ja, einfach da mal reingeklatscht. Jo, klar. Ohne Kontrolle. Da gibt's doch bestimmt irgendwas Spezielles. Was wir nicht wissen, aber du weißt. Ja, ja. No. So an sich sieht schon geil aus, ja, aber wenn jetzt hier so über den See guckst, dann er sieht schon geil aus, aber irgendwie so genau in dem Moment, wo du das genießt, müssen jetzt hier Gegner kommen und uns davon abhalten wollen, das zu genießen. Genau. Du könntest auch einfach ins Wasser springen. Das könnte ich machen, aber dann wäre ich bei der Kirche gespawnt, oder? Nö. Und die Frage ist jetzt, wollen wir auf der Straße laufen? In der Hoffnung, mehr Gegner zu bekommen oder einfach quer ein? Ist die Straße denn hier gleich? Ich glaube, die ist hier gleich auf der. Hier ist die Straße. Bisschen, ja. Da ist der Container. Pass auf, jetzt dürfen wir da gar nicht rüberlaufen. Abgesperrt, Schlüssel erforderlich. Willst du mich verarschen? Ah. Kann ich auch nicht. Brauchst ja auch einen Schlüssel. Ja, die gehören zu einer Mission. Naja. Haben sie dich wieder verarscht? Tschung. Das wäre jetzt geil, wenn man damit fahren könnte, leer. Ja, irgendein Fahrzeug wäre schon nice gewesen. Ja, was kein Fahrrad ist. Der Post hat er Pakete. Hat er Pakete. Hat er. Aber nicht hier. Nichts drin. Hier oben bloß die Kiste. Ja, hast du dir so gedacht, ja? Aber so auch schön, wie er dann schön mit seinem komischen Kopf da schön geguckt hat, ne? Die Tür zu und dann sofort zum nächsten. Naja. Ja. So, da vorne könnten wir Glück haben, dass wir da vielleicht mal wieder auf Gegner treffen. Da leuchtet doch irgendwas auf dem Boden. Auf dem Boden? Ja. So Elektro-Dinger. Ackerlandregion. Hier ist unten Außenposten. Vier Waffen. Jetzt haben wir hier die Grenze überschritten. Irgendwas hat doch da geballert in der Ferne. Wieder alles voll. Die erste Waffe liegt übrigens schon hier vorne. Ein Revolver. Nee, auf der anderen Seite vom Zaun. Ja, hier sind ja überall noch tote Gegner. Die loot ich gerade. Ach, das ist so ein Riesenvieh, was da wieder langstampft. Oh Gott.
Wo denn? Hier. Ja. Warum ist der nicht markiert? Das sind jetzt so normale Gegner wahrscheinlich. Ja. Ich glaube, für den habe ich aber nicht genug Zeug. Das ist dann jetzt ein normaler Gegner, der da halt einfach nur patrouilliert. Hier liegt die nächste Waffe. 2 von 4. Oh. Hier mit dem Jet. Fahrrad wieder. Was ist denn das hier? Intel Station. Avalanche Apex Konto. Ach, hier ist wieder ein Bunker, wa? Ja, das ist hier irgendwie so Exklusivzugang. Ohne Kassette. Sammelgegenstand. Wo bist du denn? Seh dich gar nicht. Bist du reingelaufen? Ja, richtig? Hier. Und dann links? Ja. Was machst du denn? Frage ich dich. Du hast mich da in die Ecke gedrückt? Nee. Ich hab nicht mal meine Tastatur angefasst. Ja, na klar. Lügenbaron. Aber einen Respawn-Punkt hat er hier nicht gemacht gerade. Hast du noch eine Waffe gefunden? Denn? Bisher nicht. Achso, hier drinnen wäre auch keine gewesen. Natürlich die Frage, ob wir. Jetzt habe ich übrigens wieder 9mm VM bekommen. Ob wir den probieren, wieder platt zu machen. Mit der bisschen Munition, die wir jetzt haben. Weiß nicht. Ich hatte, glaube ich, für die eine Waffe schon allein 1000 Schuss. Das ist richtig, ja. Ich glaube, hat er letztes Mal auch viele ohne Funkgerät. Das ist aber nichts für. Was man benutzt, sondern nur um den dann anzulocken oder so, ne? Ne, das war, glaube ich, so ein Ding für mobiler. Spawnpunkt. Was? Mobiler Spawnpunkt? Weil das fragst du mich aber auch jedes Mal. Das setzt du dann irgendwo hin und dann kannst du dahin spawnen. Also hinreisen, Schnellreise. So. Das hast du das eine Mal auch gemacht mit dem Funkgerät? Hier ist eine Waffe. Ich hab's noch nicht benutzt. Versteckt die Waffen. Ich glaube, der rennt da auch gerade ordentlich da vorne und wo rum, oder? Hört sich jedenfalls so an. Ja, er läuft rum, ja. So, eine fehlt noch. Kann ja sonst wo sein, ey. Ich glaube, da bist du jetzt schon raus, ab der Absperrung hier. So, ich hab da jetzt hier so eine. Ja, für die Dicken, um die schnell kaputt zu machen, da bräuchtest du wahrscheinlich hier so eine. Selbstgebastelten Bomben und so. Ja, das vielleicht auch, ja. Habe ich ja eigentlich sogar, aber. Da ist ja sogar noch ein Rucksack.
glaube, hier geht das auch erst los. Also da vorne kann es gar nicht sein. Hier haben wir die zweite Waffe. Bestimmt schon 8-mal dran vorbeilaufen. Die einfach auch irgendwo gegen eine Wand lehnt oder so. Ja, weißt du, was das Schlimme ist? Ich bin schon wieder voll. Dann trink doch einfach weniger. Dann wieder wegwerfen. Aha. Du kleiner Scherzkeks. Ich muss mal niesen. Oh. Junge, Junge, Junge. Ekelhaftig. Hast du die noch gehört? Nein. Das Mikro extra für dich weggelegt. Aber wenn mir auf dem Sound ist drauf. Oh, hier ist Licht. Na, du warst das. Hier sind drei Waffen in der. Ach, hast du die weggeworfen, wa? Die hab ich gerade weggeworfen. Sag das doch. Na, siehst du, die liegen doch nicht in einem Rucksack. Ne, könnte sein können. Wahrscheinlich wäre es jetzt nicht dunkel, würden wir das wahrscheinlich schneller finden. Ach, wie ist es eigentlich? Ich würde aber auch eigentlich weiterlaufen. Ja, wollte gerade sagen, ist mir eigentlich scheißegal. Weil die Waffen, die da jetzt rauskamen, die waren ja auch Kacke. Wo ist denn der Kollege hier eigentlich? Kollege Schnürschuh? Muss rechts sein irgendwo. Ja, rein, rechts. Ja, weil vom Sound her hat sich das immer so angehört, als wenn der jetzt hier gerade irgendwo hier vorne rumrennt. Da hinten habe ich ein Licht gesehen, da ist er auch. Vielleicht kommen hier noch mehr von denen. Ja. Wie weit sind wir denn noch weg von der 1-2 etwa? War der gerade mal an der Grenze, ne? Da. Ich weiß ja nicht, wie weit du die 1 umgesetzt hast. Na, da wo das Ziel ist. Was so? Oh, jetzt hat er bei mir das umrandet. Hat er? Hm. Ja, jetzt hat er es bei mir. Oh Gott, ah, jetzt ist hat ja er das. Jetzt hat er das andere weggenommen. Jetzt ist er noch ewig weit. Das ist richtig weit weg, ja. Wir haben aber keine andere Mission gerade. Also, kann er nochmal gucken, ob wir hier. Nehmen wir das doch mal richtig. Lock. Nebenmissionen habe ich alle abgehakt. So, Sammelgegenstände gibt es noch ein paar. Es gibt auch Tutorials. Du hast eine Taschenlampe gefunden. Schalte sie mit F an und aus. Ich habe eine Relais-Antenne. Ich setze einen Wegpunkt. Hast du sie gefunden? Warte mal, ich habe hier noch Kommando-Bunker und was. Da, wo du gerade gelaufen bist, war ein Gegner. Ja, ich weiß. So eine Mission gibt's noch, aber. Hier in dem Ort kannst du auch eine Mission finden. Stand da, oder was? Ja. Da habe ich hier gerade wieder die scheiß Bunker aktiviert. Jetzt hängen die wieder über den halben Monitor. Ey. Wie weit ist sie denn weg? Also auf dem Wegpunkt bin ich gerade drüber, oder? Ja, ich konnte es ja nicht direkt daran setzen. Da hinten, wo es blinkt. Was?
Da sind Gegner. Ja, wie immer. Musst du sehen. Antenne hast du auch kaputt gemacht? Noch nicht. Achso. Das sieht immer so aus, als wenn die sonst wie weit weg sind. Was stand hier gerade? Eine Mission oder was? Ja, und die Relais-Antenne. Ja, lass mal. Oh, irgendwas kommt hier. Schwebender. Vor aller Augen verborgen. Stufe 1. Das hat oh, das große, große. Oh, oh. Oh, ich muss mal bloß schnell hier das Block wieder weg. Wann geht denn das? Drei Stück, ne? Alter! Hier sind das. So ein Haus? Ja. Das Geile ist, ich kann auf sie schießen, glaube ich. Die kriegen mich gerade kaputt. Oh, ich glaube, sie gehen jetzt auf mich. Oh, da kommen aber 1000 kleine auch noch, ne? Das ist schön, dass du ins Haus laufen musst. Eine EMP oder sowas? EMP? Meine EMP rüber. Leider ist neben dir noch an der Treppe. Kaputt. Liegender kaputt. Scheiße, scheiße. Was ist scheiße? Sie haben mein Haus infiltriert. Alle platt gemacht. Ja, der Haus ist noch einer. Das war ja einfach. Noch ein großer. Wo denn? Im Haus? Nein. Kaputt. Ja, eigentlich ist das sogar ein kleiner großer. Ey, das sah aus, als ob der vor dem Fenster stand. Na gut. Ja, der ist zurückgesprungen, also zurückgesprungen nach der Explosion. So, hier gibt's wieder Muni. Die Drohne ist leer, okay. Muni. Aber Schalldämpfer war echt geil. Ich konnte von der Seite mal ballern, die sind trotzdem immer auf dich. Weil die mich dann nicht gehört hatten. Da habe ich extra gemacht. War geplant. Hier hinten hatten wir schon gelootet. Genau. War hier nicht noch irgendwo ein Dicker? Eins. Wer ist hier dick? Zwei. Mal hier dein dritter. Nicht nur einer. Einer fehlt. Waren eigentlich vier. Oder liegt hier unten vor einer Seite noch einer? Ne, ne? Ich habe nicht mehr darauf geachtet, wie viel ich gelootet habe. Rauchgranate und 9 mm Panzer brechend. Für die MP.
vielleicht 9 mm AP drin. Ne? Bin eh gleich wieder voll. Was sind das hier alles? Maschinenpistolenkompensator, den nehmen wir mal. Den Rock brauche ich glaube nicht, oder? Ohne 3 Sterne Kapist. Ich weiß bloß nicht, welche ich jetzt hatte. Hier drin? Oder? Ja. Mal gucken. Ach, ich hatte auch schon eine 3 Sterne. Mist. Ich habe hier ein Granatgewehr. Hier ist ein Granatwerfer drin. Okay, cool. Also doch random, ja. Sieht so aus. Bei lauter Granaten, Rauchgranaten. Ich bin, kann gleich gar nichts mehr, glaube ich, mitnehmen wieder. Jetzt muss er gucken, ob das wirklich ein Granatwerfer ist. Granatgewehr. Und nimmt das dann die Granaten, die du aufsammelst, oder gibt es da wieder extra Munition? Keine Ahnung. Ein Panzerbüchse des schwedischen Militärs, diese schwer zu handhabende Waffe verursacht mehr Schaden als alle anderen und hat eine hohe Reichweite bei langsamer Feuerrate. Ideal als Panzerbrecher. Also für die großen Dicken. Ja. Ich pack die mal einfach einmal rein. Ja, wo macht er die Karte auf? Ja, ob das denn hilft, weiß ich nicht. Also eine Kapist habe ich auf jeden Fall. Also ich habe keine Muni drin, das ist auch ein Raketenwerfer. Oh, cool. Granatgewehr. Es ist halt einfach Granatgewehr, ja. Huch. Aber ich hatte das Gefühl, dass diese kleine EMP-Bombe, dass sie echt was gebracht hatte. Das habe ich eine Mission aufgenommen. Du hast eine Mission aufgenommen? Mhm. Ich glaube, die muss ich auch aufnehmen. Wo bist du? Oben im Haus. In unser Haus? Liegt denn was Schönes im Haus noch? Also alles, was so... Munitionstechnisch. Granaten, Waffen... Raketenwerfer, Munition... Ich pack den mal hier vor die Treppe Dietriche hin dann, ja. Ja. Wo waren die denn? Wo hast du die Mission angenommen? Die lag da auf dem Tisch, wo die 4 Leichen liegen. Welcher Tisch? Ja, ich bin direkt hochgelaufen, deshalb... Naja, oben. Hä? Aber du hast gesagt 4 Leichen. Ja, 4 Leichen sind doch hier drinne. 1, 2, 3, 4. Hier lag das, glaube ich, drauf. Ich habe hier nichts. Gut, dann muss ich das wohl wieder machen. Muss ich das wieder machen, weißt du? Verstehst du? Oh, ich habe gerade eine Granate. Oh, das ist aber auch ewig weit weg. Hochexplosives Mehrzweckgeschoss. Die kommen da rein. Lol. Das sieht ja aus, ey. Schon halb kaputt, das Ding. Was war das denn für ein Sound? Weiß ich nicht. So, Wassergeräusch. Und wo schießt was? Und den gibt es jetzt hier 1000 Funkgeräte auch. Oder ist noch ein... Aber diese hochexplosive Mehrzweckgeschoss, da habe ich glaube noch ein paar sogar irgendwo in der Kiste oder so. Das heißt, du hast jetzt hier noch eine Nebenmission angenommen? Ja, ich habe schon Wegpunkt, die Sätze ist fast neben der 1. Das waren die Dietriche, die habe ich mal aufgenommen. Fast neben der 1. Fast neben der 1. Ja, ja, also auch so weit weg. So, jetzt bin ich da runter, vielleicht wieder verletzt, ey. Könnten wir ja folgendes machen hier noch. Jo. Ich loote bloß auch schnell nochmal zu Ende hier. Klack. So. Gut. Dann würde ich sagen, sind wir erstmal durch hier noch. Spitze, bedanke mich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.